Aloha und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventure. Ja, wie ihr seht, sind wir schon im Kentucky Derby Event. Ich bin nämlich ein bisschen ungeduldig. Wir haben nämlich 60 Punkte, 70 fehlen uns noch bis zum Häuptling. Die Meilensteine werden in 2 Tagen zurückgesetzt. Ich habe aber noch 15 Punkte. Ich habe überlegt, jetzt nochmal zu aktualisieren, denn das Gespenst haben wir auch noch nicht. Und würde diese 10 Punkte, die uns noch fehlen, wir brauchen, um das Geisterpferd zu kriegen und dann den Häuptling zu holen. Ich bin so ungeduldig, ich kann nicht bis morgen warten, ich will das jetzt machen und dann nehme ich euch natürlich mit. Let's go! Tschüss, 100 Diamanten! So. Da war sie, da wird sie bestimmt nicht wieder sein. Okay. Wir fangen unten in der Mitte an. Sieht nicht gut aus. Hier. Auch nicht. Hier. Auch nicht. Okay, schwierig. Schwierig. Dann... Was ist hiermit? 10 Diamanten. Nicht schlecht. Hier. Auch nicht. Uns gehen die Punkte aus. Mitte. Mitte, bitte. Oh nein. Aber wir haben den Häuptling. Erstes Ziel erreicht. Ein Versuch haben wir noch. Ich möchte das Gespenst eigentlich wirklich gern haben. Wo wird er sein? Ich glaube hier irgendwo. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ecke. Nein! Ach, schade. Schade, schade. Wir können keine mehr holen. Ich habe heute schon alle verbraucht. Ärgerlich. Hätten wir nochmal Chance auf ihn? Wir sind quasi da. 25 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Geht nur bis zum Hollow. Nein. Schade. Aber da läuft er. Oh, ist so schick. Wir brauchen Platz. Uns geht der Platz auch ein bisschen aus. Frühlingspferd kann mal weg. Rein mit dir. Ist es ein Hengst? Okay. Ich dachte, das wird eine Stute. Zeig dich. Das ist er. Ich finde ihn toll, doch. Also ich finde ein bisschen viele Federn am Schweif, aber dafür ist die Mähne diesmal nicht so extrem. Doch, ich mag ihn. Ich finde ihn toll. Doch, der ist. Doch. Sehr schön. Der ist ja nämlich auch, glaube ich, neu. Neu reingekommen, soweit ich weiß. Freut mich. Genau, wir können hier auch noch einmal züchten. Ich weiß gerade tatsächlich nur nicht, mit welcher Zucht. Ich
Hier, Himmelsblauer Derby, da habe ich doch jemanden gesehen, der den als Hengst hat, meine ich. Mal eben mal kurz durchgucken. Ich glaube, es war bei da. Ich glaube, hier bei ihr war das. Oder ihm. Genau. Ein Hengst, super, perfekt, passt. Gehe ich nochmal mit hier rein. Oh, okay, lila. Interessant. 51.000 reicht. Wir brauchen eine Stute. Beige wäre also nix. Das wäre auch nichts. Oh je, wir brauchen Pink. Na gut. Bitte gib uns Pink. Pink, 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 Pink. Pink, 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 Pink. Oh ne. Ach, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Haben wir nicht sogar Anpassung für ihn bekommen? Wartet mal kurz. Nee. Nee. Doch, das hier haben wir bekommen. Da haben wir den Häuptling. Wollen wir ihm das eben mal aufsetzen? Komm, wir machen mal eben. Machen mal eben eine Dressur mit ihm. Und das ist wieder so unendlich laut. So, wo ist denn dein Kopfschmuck? Ist das, glaube ich. Es ist so laut. Oh, okay. Ich muss das eben ein Ticken leiser machen. Oh. So. Kopfschmuck ist auf. Wir gehen mal. Das erinnert mich ein bisschen an einen V. Das sieht auch von hinten schön aus. Doch, ist schon. Ich mag ihn, ich mag ihn. Doch, ja. Werde kein Fotograf. Oh, das war, glaube ich, gut. Ja, willkommen in der Familie, lieber Häuptling. Ja, wir nehmen das hier. Ja, hier ist die Zucht noch im Gange, aber ich habe hier. Ups. Endlich habe ich es geschafft. Die Missouri Foxrotterzucht ist beendet. Vorerst. Da gibt es bestimmt auch noch eine Stufe 4 von. Da müssen wir dann auch ran. Aber vorerst ist sie jetzt erstmal beendet. Na komm. Und jetzt versuche ich nämlich gerade den Appaloosa zu kriegen für die Stufe 4 Zucht. Da ist er. Oder sie. Ist ja eine Stute. Muss ich auch noch mal kurz zeigen? Ich mag Schecken ja. Doch, Schecken sind schon was Schönes. Heusheim hatte ja auch letztens gepostet gehabt, dass sie die Oasen erweitert haben. Dass ja jeder zusätzlich nochmal 4 Plätze bekommen hat pro Oase.
Was für mich jetzt noch nicht so wichtig ist, weil ich habe ja noch genug Platz, aber ich denke mal, es gibt bestimmt einige Spieler, die werden sich da mächtig drüber gefreut haben. Muss auch noch ein bisschen gefüttert werden. Hier möchte jemand rausgehen. So, das war jetzt eine relativ kurze Folge. Ja, wie gesagt, in 2 Tagen wird das hier aktualisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch die 100 Punkte schaffe in der Zeit. Kann sein, kann auch nicht sein. Gut, auf die Trense bin ich jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf. Ich bin gespannt, was dann als nächstes kommt. Vielleicht dann der weibliche Häuptling, vielleicht. Ja, aber ich denke, das werden wir dann ja sehen. Ich werde dann wahrscheinlich direkt auch ein Video rausbringen, sobald das aktualisiert ist. Und dann sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge von Horse Haven World Adventure. Bis dahin.